Ich glaube halt, dass Carsten nochmal einen wichtigen Punkt angesprochen hat, nach dem Motto, wenn ich von oben data-driven durchsteche, muss ich auch damit rechnen, dass einige Leute dann von Bord gehen und dass ich die nicht mehr habe. Das wird passieren in aller Konsequenz. Und umgekehrt, wenn ich data-driven werden will und die da oben stehen, ist angeblich nicht, ne? Dann muss ich halt weggehen. Also das heißt, das ist ja ein Change und ein Umbruch, der auch Köpfe im Ende des Tages kostet. Und das ist bei Data Analytics auch durch die Einsparung der Leute, weil auch wenn sie immer gesagt haben, die machen dann aber andere Aufgaben. Lass mich erstmal sehen, dass sie nachher andere Aufgaben machen. Wir reden hier auch oft von Einsparung von Ressourcen. Einfach, wo wir einfach sagen können, Data Analytics brauche ich ein ganz anderes Skillset als in der Datenaufbereitung in Excel vorher. Ja, wobei dieses, also Einsparen von Ressourcen ist tatsächlich was, was ich so noch nicht erlebt habe, sondern die haben wirklich immer, also zumindest so wie ich es mitbekommen habe, immer andere Aufgaben gehabt. Aber ja, aber im Grundsatz hast du da absolut recht tatsächlich. Also, Ich sehe es und es ist tatsächlich. ja auch ein emotionales Thema, ganz kurz noch, Carsten, bitte. Also für viele ist es auch ein emotionales Thema. Ja, das ist ja auch immer ganz interessant. In dem Moment, wo ich so das Gefühl habe, ich werde plötzlich kontrolliert unter Umständen, ja, weil meine Arbeitslast oder mein Output in irgendeiner Form bewertet wird, weil das plötzlich in eine Kennzahl mit einfließt, ja, dann ist das für viele, glaube ich, auch echt ein absolut emotionales Thema. Ja. Also das Einsparen ist natürlich ein heißes Thema, also immer, logischerweise. Ich habe es aber tatsächlich auch noch nicht so oft erlebt. Also diese Aussage nach dem Motto, wir sparen hier frustrierende Tätigkeiten, die Überstunden, die Wochenendarbeit, wo dann mit Excel rumgefriemelt wird, weil es eben dann doch irgendwie fertig werden muss. Wir sparen eher erstmal das ein sozusagen und wir wollen auch mehr Zeit für die Analyse oder für die Aufbereitung der Daten haben. Das scheint mir schon valide zu sein. Das scheint wirklich häufig einzutreffen. Ich habe nur einen echt krassen Fall mal. Da gab es eben eine relativ, also so ein Konzern, eine recht große Gruppe, und da gab es halt ein Beteiligungscontrolling, die sich halt die ganzen Teilfirmen und etc. angeguckt haben. Und da, ich weiß nicht mehr ganz genau, ich sag mal, da waren ungefähr 10 Leute. Und da war das Projektziel tatsächlich, dann wurde gesagt, die machen dermaßen viel manuellen Kram und alles in Excel, ja. Und es ist völlig klar, dass das völliger Wahnsinn ist, was die da treiben. Da war wirklich das Ziel, wir wollen die Hälfte einsparen, weil wir wissen, mit einer vernünftigen Tool-Unterstützung können wir uns den ganzen manuellen Aufwand in der Datenaufbereitung und sowas tatsächlich sparen. Das war wirklich mal ein klarer Fall. Aber ansonsten ist, glaube ich, tatsächlich eher so, dass man doch denkt, dass man diese meistens ja doch recht wertvollen Menschen tatsächlich besser einsetzen kann als das, was sie da momentan machen. Wenn die Qualifikationen denn da sind. Also ich erinnere mich an die Automobilindustrie, als sie automatisiert haben am Fließband. Die Leute machen was anderes. Quatsch, haben die nicht. Die wussten gar nicht mehr, wohin mit den Leuten. Ich glaube halt nur, also es gibt Leute, also es ist ja die Schwarz-Weiß, ne? Ich glaube aber, dass die Leute, die nicht mit, kommen auch auf das Stichwort Data-Driven Data Literacy, die Leute, die sich eben nicht weiterentwickeln, die werden ganz schön abgelöst, weil der Weg von den Daten zu dem Entscheider viel kürzer wird durch die Technik und ich nicht mehr so viele Mittelsmänner dazwischen brauche. Und ich glaube, die müssen sich ganz schön viele Felder in der Analyse, in neuen Geschäftsfeldern, neue Ideen, in Skillsets, das sie vielleicht vorher gar nicht hatten, suchen. Also ich weiß immer nicht, weil wir können ja hier ehrlich reden, ich glaube immer, es ist ein bisschen Marketinggewäsch, wenn es heißt, wir machen das jetzt alles anders. Es bleiben halt nur die qualifizierten Kräfte am Ende des Tages. Ich finde das ganz schwer zu beurteilen. Wie gesagt, meine persönliche Wahrnehmung ist tatsächlich eine andere. Also ich habe das tatsächlich noch nie mitbekommen, dass jetzt irgendwie nach so einem Projekt es hieß, da wird jetzt irgendwie Personal abgebaut. Da hast du ja auch deine Rechnung schon gestellt und was weg. Ja, das ist richtig. Wobei die Ja, ich weiß meisten Kunden, bei denen ich war, die haben mich nach wie vor irgendwie einigermaßen lieb, dass ich mit schon. denen spreche. Da würde ich das dann vielleicht auch trotzdem mitkriegen. Aber also das ist tatsächlich. Habe ich wirklich so noch nicht gehabt, Okay. kann ich nicht anders sagen, habe ich noch nie erlebt, sondern es ist immer schon, aber ich gebe dir recht, langfristig musst du dich verändern, wobei auch da das Thema finde ich durchaus spannend zu diskutieren, das auch mit der Datenkompetenz, wie wichtig ist das tatsächlich, beziehungsweise fallen die Leute raus, die sich nicht damit beschäftigen. Ich hatte auch gar nicht so lange her neulich noch so einen Fall, der passt jetzt auch ganz gut in die Geschichte hier rein. Da ging es um eine Vertriebsorganisation und da ging es auch darum, wie bauen wir da eine Lösung, dass die an ihre Zahlen kommen. Und da hat dann der Vertriebsleiter relativ deutlich gesagt, pass mal auf, die sollen mehr oder weniger einen starren Report kriegen mit so 2, 3 Filtermöglichkeiten. Mehr will ich überhaupt nicht. Die sollen sich nicht den ganzen Tag mit den Daten beschäftigen. Die sollen verkaufen.
Ja, also die Ansage war auch relativ klar da an der Stelle. Und da war also nicht der Trend, wir wollen uns mehr mit den Daten beschäftigen, ganz im Gegenteil. Ja, verständlich. Klare Aussagen, ne, und bloß nicht mit den Dingern rumspielen, sondern klare Aussagen, wie sieht's aus und leg los. Ne? Das war die Botschaft. Gerade im Vertrieb kann ich ja mal den Hörer nehmen und vielleicht nochmal einen Kunden mehr anrufen. In der Zeit, wo ich den erst analysiere, welchen Kunden, da könnte der Anruf als solches schon mehr wert sein. So, also erzähl mal jemandem im Vertrieb, ich habe die ganze Woche Datenanalyse gemacht. Und mit wie vielen Kunden hast du gesprochen? Das versteht man ja schon. Das ist ja auch ähnlich bei Tätigkeiten, wo ich jetzt ein Haus baue. Ich habe den ganzen Tag analysiert, was der beste Baustoff ist. Ja, steht schon eine Wand. So, also das heißt, Daten dürfen ja, wenn man data-driven wird, auch nicht aufhalten oder als Ausrede genutzt werden. Es muss ja immer unterstützen, meine Arbeit leichter zu machen. Und Olli, du kennst das ja auch so krass. Du hast ja in deinen Workshops, wenn du das Prototyping machst und es mal Next Level BI geht, so, hast du immer Leute, die haben tierisch Bock oder gar keinen. Hast du auch mal so Leute, die so ganz normal im Mittelfeld rumschwimmen, die so sagen, ganz nett, der Workshop, ich gucke mir das ein bisschen an, oder gibt es echt immer nur die Extreme? Eigentlich nur die Extreme. Ja, ne? Also jetzt so ganz schnell und ohne weiter zu überlegen, würde ich sagen, es sind eigentlich immer die Extreme. Vielleicht fallen die anderen nicht so auf, ne? Weil du natürlich mit denen, die da sehr euphorisch reingehen, mit denen macht die Zusammenarbeit Spaß, und die anderen, die so extrem dagegen sind, wo du dann nochmal argumentierst, versuchst zu überzeugen und so weiter, die fallen dir auf. Vielleicht sind da auch zwei, drei dabei, die immer so mitschwimmen, die da sehr, sehr offen zwar reingehen, sich nicht so in den Vordergrund spielen, aber ja, eigentlich eher die beiden Extreme. Tatsächlich. Ja, ne. Also ich glaube auch, es gibt viele Leute, die so auch in die Data-Driven, also was ich so einfach nur aus dem, auch wie wir so diskutieren und wir so machen, es gibt eine ganz starke Pro- und Contra-Fraktion. In den letzten Jahren ist die Pro deutlich gewachsen. Also das merkt man ja auch, Carsten, auch deine Veranstaltungen werden ja immer voller, es sind ja immer mehr Teilnehmer. Also vor 10 Jahren, als ich bei dir war, standen wir noch in Würzburg auf dem Schloss. Da würdest du heute ja gar keine Veranstaltung mehr machen können, weil es gar nicht mehr groß genug ist, alles so. Also es bedeutet, das Interesse ist ja erstmal stark Pro. Aber es gibt noch viele Kontra. Und Erik, wir sind wieder dabei. Es ist wieder der Faktor Mensch, der auch bei Data-Driven anscheinend das Wesentliche ist und nicht der Technologie-Stack und nicht das neueste XY, sondern es sind ja immer wieder die Menschen. Ne? Es ist echt mühselig, sich zu wiederholen. Es ist echt abgedroschen, aber wir kommen ja immer wieder darauf hinaus. Ja, aber es ist tatsächlich eben halt auch, also genau, es ist so, Punkt, das ist wichtig und das ist auch nachvollziehbar, weil natürlich auch jeder dann Ängste hat. Und auch im Prinzip der Punkt, den du gerade gesagt hast, natürlich denken sich Mitarbeiter, oh, die führen jetzt bei uns irgendwie Automatisierung ein, die werden data-driven, brauchen die mich dann überhaupt noch? Ja, sicherlich wird der ein oder andere Controller in dieser Welt sich auch diese Frage schon gestellt haben, werde ich hier in Zukunft, wo wir in unserem Konzern, weiß ich nicht, wie viele 100 Controller sind, werde ich meinen Job hier noch behalten? Hat die auch schon mal Talks zugemacht. Und natürlich, daraus entstehen Ängste. Und wenn du dann, ich meine, wir sind ja alle, ich sag mal, wir haben ja auch noch ein Leben außerhalb der Arbeit, ja. Und wenn das dann plötzlich bedroht wird, das Leben außerhalb der Arbeit, weil ich mir Angst um meinen Job mache, dann handle ich ja auch unter Umständen, wie soll ich sagen, nicht mehr im Sinne des Unternehmens, sondern vielleicht dann auch eher nach meinen eigenen Interessen und bin dann vielleicht eher auf der Fraktion, nee, das will ich alles nicht und das machen wir mal weg. Ja, aber du wirst es ja nicht nachvollziehbar. Ja, aber du wirst es ja nicht aufhalten. Also das ist ja tatsächlich so, dass auch. Nein, du bist es. Also, ich habe einen Fall. Ehrlich. Die Frage ist, wie lange, ja? Wenn ich jetzt so an die Workshops denke, Prototyping, BI-Projekt, wir wollen Standardisierung etc. Ja, da sind Kritiker dabei, da sind Leute, die haben da Ängste, da gibt es auch sehr emotionale Gespräche, aber die halten es doch nicht auf. Also, langfristig in Summe auf jeden Fall nicht. Nein, da hast du natürlich recht. Das ist so. Also zum Glück. Ja, und vor allem muss man dann einfach auch sagen, ich meine, das ist, alle Unternehmen, wir ja auch, sind im Wettbewerb und wenn wir stehen bleiben und das in einer Welt, die sich ja nun mal wirklich extrem dynamisch verändert und eben halt solche Potenziale nicht nutzen, dann wird es halt irgendwann auch schwierig mit dem Unternehmen. Ja, dann verhindere ich es vielleicht fürs Unternehmen, was aber in der Konsequenz bedeutet, dass es das Unternehmen in der Form vielleicht nicht mehr.